Der verlorene Tauchring. Ein sechsjähriges Mädchen namens Nina geht zur Schule. Die anderen Kinder warten schon. In den ersten Stunden haben sie Schwimmunterricht im Waldfreibad. Hallo Nina, da bist du ja endlich. Meine Mutter hat verschlafen. Dann kann es ja endlich losgehen. Im Waldfreibad angekommen, zieht sich Nina schnell um und springt mit einem Tauchring ins Wasser, denn sie ist als Erste dran. Im Wasser verliert sie den Tauchring und er sinkt in die Tiefe. Sie ist verzweifelt. Oh nein, wie bekomme ich nur den Tauchring wieder? Der Schwimmlehrer wird wütend auf mich sein. Plötzlich taucht ein Fisch auf. Hallo, ich heiße Juliana. Wie heißt du? Mein Name ist Nina. Kannst du mir vielleicht helfen, meinen Tauchring zu suchen? Ich bekomme bestimmt Ärger, wenn ich ihn nicht wieder zurückbringe. Na klar. Ich gucke mal, was ich tun kann. Juliana taucht auf den Grund des Waldfreibades. Wo könnte er nur sein? Ich schwimme mal hier lang zum den Loch. Yippie, da ist er ja. Nina wird sich freuen. Jolina bringt den Tauchring wieder an die Wasseroberfläche. Hier, Nina, guck mal, ich habe ihn gefunden. Juhu, du hast ihn wiedergefunden. Alle rauskommen und umziehen. Die Schwimmstunde ist zu Ende. Jolina, wollen wir uns heute Nachmittag hier zum Spielen treffen? Ja, klar, das ist eine tolle Idee. Von nun an treffen sich Jolina und Nina regelmäßig im Waldfreibad zum Schwimmen.